Let's go. Start new. Not a fan of playing as difficult as I need to, as I could do, because I want to get the story. So let's do it. Hoffnungen und Erwartungen an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser, mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Oh! Diese Geschichte wird uns verschlingen. Aha. Die Geschichte ist ein Monster. Da haben viele Gesichter. Okay. Ich brauche. Zeig es mir. What the fuck? Okay. Und da sind wir. In Alan Wake. Shit. Ich in 20 Jahren. Hallo, ist da jemand? Ich muss nur einmal kurz was machen. Just for a second. So. Oh, no. Let's do it like that and that. Huh. Oh shit. Bitte, Hilfe. Hörst du mich? Entschuldigung, haben Sie meinen Schlüpfer gesehen? Ja. Schon weg. The fuck? Okay. Hey. Hallo? Is there somebody? Oh shit. Das sieht echt gut aus. Das sieht richtig gut aus. Oh, Junge! Shit. Hallo? Kann ich mal hier rein?
rennen. What? What? Wer bin ich? Das weiß ich auch nicht. Shit. I don't know. Okay. Hm? Okay, da sind zwei Leute. Hallo? Ich bin kein Monster, hallo? Hilfe! Ah. Shit, lauf, Mann! Lauf! Komm schon! Ich bin kein Wichser! Okay. Was haben wir hier? Ah! Hey. See, how do we start? Hey, Kleiner, wie geht's dir? Okay, not Mama. Man. Okay. Diese Dienstreise we dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama, die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na dann, viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Wir dich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Das werd ich. Tschüss, Kleine. Max Payne. Oh yeah. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich habe das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Ich bin froh, dass Sie mit mir an diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, das
jemanden aufmuntern würde. Aha. Da wären wir. Cauldron Lake. Gehen wir an die Arbeit. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tatort zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären? Where's the Sheriff? Ich sehe mir die Karte an. Return One, Einladung. The Invite. Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Stupid Achievements. Ich glaube, ich höre jemanden. Könnte unser Deputy sein. Ich kann nachsehen. Hello? For a second, let me see something. I'd like to have this louder. It's a little bit lighter. Not lighter. What I mean is, oh shit. What is this? Okay. Well, nah. We keep that. Like to hear the dialogues more than everything else. Hello. Hello. Hey. Okay. What's here? Okay. Das Federal Bureau of Control? Das ist ja mal was Neues. Toxisches vulkanisches Gas. Das FBC ist eine ominöse Abteilung, die nur für seltsame Fälle auftaucht. Was ist so ungewöhnlich an vulkanischem Gas? Keine Ahnung. That's a nice little Easter egg. Versperrt. Sie wollen wirklich nicht, dass hier jemand reinkommt. Okay. Ah, okay. So wird hier im pazifischen Nordwesten. Aha. Ja gut, das ist alles so uninteressant. Nachdem ich den verrückten Kerl gesehen hatte, beschloss ich, den Ort wieder zu wechseln und ein Stück den Berg hinauf zu gehen. Na. Cool. Nice. Der verrückte Mann vielleicht, ja. Der dicke Nackte. Let's see, so. Sheriff! Schön, Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Hä? Hey, hier drüben! Ja, Mann. Hallöchen! Agent Casey, stimmt's? Ja. Sheriff Breaker meinte, sie würden kommen und den Fall übernehmen. Mhm. Nicht ganz. Anderson? Saga Anderson, ich leite diesen Fall. Mein Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie, Ma'am. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan? Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Sie sind hier? Wie meinst du das? Sind sie mit dir gekommen? Die haben mich doch nicht gehört, oder? Hm.
Was können Sie uns über den Tatort sagen? Erzähl ihn vom Herzen. Ich war gerade dabei, Thornton. Wie es aussieht, befinden sich einige Organe aktuell außerhalb des Opfers, obwohl sie eigentlich, naja, innerhalb sein sollten. Ja. Yeah. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich, ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz, alles. Mulligan, sag ihnen, dass ich hier warte. Ich führe sie herum. Schon gut, Thornton. Okay, ja dann, Dankeschön, Sir. War sehr anstrengend. Bevor wir am Tatort ankommen, haben wir Zeit für die bisherigen Fakten. Ich möchte auf keinen Fall etwas übersehen. Falltafel. Der Gedankenraum. Meine Version der Gedächtnispalasttechnik, um die Hinweise zu sichten und den Fall zu lösen. Ich baue den Gedankenraum für jeden Fall auf und nutze jede Außenstelle als Modell in meinem Kopf. Die Fakten stehen auf der Tafel. Panzertape haben wir auch. Denke ich mal, ihre Tochter, ihr Mann? Nee, stimmt nicht. Das ist der Partner. Kein Mann dort, okay. Wohl geschieden. Denke ich mir mal. Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen. Ich sollte noch mal nachsehen. Okay. Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet, keine anderen Gemeinsamkeiten. Okay. Geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist das einzige Was? Aufblähung? Ja, wegen dem Wasser. Ich denke mal, die haben vielleicht schon tote Leute getötet. Denn Leichen, wenn sie im Wasser sind, blähen ja auf. Okay, was haben wir hier? Kennen wir? Nee. Oh Mann. Räusper. Okay, hier ist der Mord passiert. Ja, Wasserleichen. Alright. Ah, Sie sind schon fleißig bei der Arbeit, Anderson. Ja, natürlich. Kurz vor dem Durchbruch. Wir fangen gerade erst an. Gehen wir den Hügel runter zum Tatort. Alright. Verdammte Natur. Ja, scheiß Natur. Mein Schädel brummt. Ah. Zu viel Frischluft. Das wird aber nicht die Frischluft sein. Ich denke mal, das ist die Höhe an sich. Vielleicht ein bisschen zu dünn, die Luft. Was ist hier? Warum sind hier Planen? Ein Zeichen, okay. Hey, Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Ich möchte Sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Sehr witzig, Anderson. Das sieht echt schön aus hier. Muss man wirklich sagen. Quietsch. Keine Treppe.
Springen ist doch kein Problem. So alt bin ich auch nicht. Mirror Peak, okay. Der städtische Berg in der Ferne ist der Mirror Peak. Das Wahrzeichen oberhalb des Cauldron Lakes. Oder Cauldron Lakes, aha. Im Blickwinkel betrachtet, spiegelt sich seine Schönheit in den Sees. Okay, cool. Okay. Und nun? Scheiße. Ey, hier hätten wir doch mit dem Auto runterfahren können. Mann. Kein schlechter Ort für einen Mord. Kann sie sich nicht wenn von vorne man zurück gucken? Zur Natur möchte. Mist. Hätte einen Schirm mitbringen sollen. Ich mag es. Das Einzige hier, das sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzuspannen? Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Okay. Eine Telefonzelle nicht mehr in Betrieb. Oh, ich dachte, ich komme... Oh. Warten Sie, Chef. Hey. Bin gleich wieder zurück. Okay. Kleinen Moment. Ich komme. Sorry, hab mich verlaufen. Orientierung und so. Bin da. Hey! Schrei mir nicht an. Deputy Thornton, nehme ich an. Das bin ich. Zu Ihren Diensten. Und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeig sie Ihnen. Sie sind also vom FBI. Ja. Yeah. Das ist cool. Sie machen Jagd auf Serienmörder und liefern sich Schießereien mit dem Mob. Nein, das, wir sind das andere FBI. Die gibt es wirklich? Sucht ihr noch Leute? Sehen wir uns die Leiche an, ja? Okay, also den Typen, den haben wir eben gespielt. Hier wurde der Mord begangen. Ja. Er lag auf dem Tisch. Mhm. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Danke, Deputy. Keine Plane. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Aufgebläht. Schritt ich verstehe. Die Leiche untersuchen. Ja, chill doch mal. Warum haben sie ihm sein Herz rausgeschnitten, wenn sie es nicht benutzen? Hätte man so einfach mal wegschnabulieren können. Was soll denn das? Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Jetzt soll ich da. Okay. Erlaube es. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Okay. Und jetzt? Karte.
Hier sind wir gerade. Hier ist halt der Mord passiert. Wobei ich denke, der Typ war eh schon tot. War ein bisschen rucklig. Aber okay. Inzidente Stichwunde, Brustkorb aufgeschnitten, Herz entfernt. Genau, hier haben wir das Herz. Das Herz. Blutergüsse von den Gurten, mit denen er gefesselt wurde. Okay. Gut. Zack. Kann ich jetzt nicht einfach sagen hier, yo? Okay. Oh. Was? Oh. Ah, verstehe. hier. Und hier. Oh, das wird automatisch an. Ne, toll. Herz aus Brust entfernt. An Handgelenken festgebunden. Passt definitiv zu den anderen Morden. Doch diesmal wurden Herz und Fesseln zurückgelassen. Alles weitere Hinweise. Damit wissen wir nun von 4 Morden. Okay. Das Ding ist halt... Wir wissen ja nicht, wer der Mörder ist. We don't know. Rede mit jemandem. Finde Beweise. Verstehe. Wer ist unser Opfer? Wer tötete ihn? Wir müssen mehr Hinweise finden. Auf dem Tisch ist viel Blut zu sehen. Das Opfer ist hier gestorben. Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer. Wobei das auch... Ich glaube, wir sind, als wir ihn gespielt haben, von hier gekommen, oder? Ja. Das heißt, da sind dann die 2 Leute abgehauen. So, jemand hat hier Bier getrunken. Hat offenbar gewartet. Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Wahrscheinlich. Ich könnte ihn noch mal kurz anquatschen. Hey, Sir. Ist das Opfer bekannt? Na klar. Sein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale. Robert Nightingale? Ja, ich glaube, Sie kannten ihn. Waffenbrüder. Und Schwester. Okay. Oh. Das ist also die Taschenlampe. Hey, lass mal quatschen. Sie kannten also unser Opfer? Well, I didn't recognize him in his current state. Hä? But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. Okay. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Cool. Was ist mit Nightingale passiert, nachdem das Büro ihn gefeuert hatte? I only know the rumors. Hä? Depression Hallo? Led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. Ich wette, da steckt mehr dahinter. But no happy ending. Nightingale ist vor 13 Jahren verschwunden, seit 2010. Genau wie bei allen anderen Opfern. Passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte.
Alright. Ich glaube, das war alles. Zumindest vorerst. Mhm. Gehen wir erstmal hier kurz wieder in unser Räumchen. Das Opfer ist er hier. Macht keinen Sinn. Ja, aber das kann doch... Ah. Okay. Laut den Stiefelabdrücken mehrere Täter. Mhm. Eine echte Party. Für später, für später. Robert Nightingale, ex-FBI, kam vor 13 Jahren nach Bright Falls. Ich musste die Hinweise durchgehen. Ja, bin ich doch gerade. Nein. So. Und so. Sie planten den Mord hier, um die Zeit zu überbrücken. Die Ausrüstung lag bereit. Sie warteten auf ihn. Aber warum Nightingale? Er ist seit 13 Jahren verschollen. Warum hier? Warum jetzt? Ein Ritual. Opfer kam aus? What? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Okay. Man wohl ein paar Lines vergessen. Diese Tasse heitert mich immer auf. Nichts Schlimmste, Mama. Okay. Gut. Profiling. Für müsste Person. Agent Nightingale wird seit 13 Jahren vermisst. Wie ist er hier gelandet? Hoch vom See, der kein See ist. Es ist dunkel. Er war auch dort. Du darfst nicht in den See, bis er es dir erlaubt. Robert Nightingale stieg vor seinem Mord aus dem See heraus. Nightingale wurde als Opfer ausgewählt. Warum? Ich lege den Schalter um. Es macht Klick. Kein Licht. Aber da ist jemand. Jemand ist zu Hause. Es handelt sich dabei nicht um eine zufällige Gewalttat. Es war ein Ritual. Und Nightingale war Teil davon. Für sie war er keine Person, sondern eine Art Behältnis. Opfer kam aus... Ja. Gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie was finden. Ansonsten... war's das ja schon. Der See steht mit Nightingale in Verbindung. Casey, okay. Sehen wir uns unten beim See um. Gehen Sie vor. Klingt gut. Hier lang, oder? Ja, ja, los geht's. Okay, dann warte ich einfach hier. Ja, Sir. Ist das eine der Vermutungen, Anderson? Ist etwas am See passiert? Ich glaube, Nightingale kam aus dieser Richtung. Vom See. Vermutlich auf der Suche nach Unterschlupf. Sie haben ihn erwartet. Wenn du Zeit hast, würde ich gern hören, was du bisher herausgefunden hast. Naja, so schwierig ist das nicht. Nightingale war allein nachts im Wald unterwegs. Und vermutlich nackt. Die Killer wussten, dass er hier war, lauerten ihm auf, zerrten ihn zum Zeltplatz, fesselten ihn an den Tisch und schnitten ihm das Herz heraus. Ja. Doch dann wurden sie von den Zeugen gestört, den Bookers. Halt, stopp.
Der Auftrag ist damit nicht erfüllt. Hört sich ziemlich kompliziert an. Warum ist der Typ zu dieser Jahreszeit nackt baden gegangen? Den Teil habe ich noch nicht verstanden. Aha. Fragen über Fragen. Viele Antworten warten auf uns. Dass Bäume so groß werden. Irgendwie unheimlich. Sie müssen öfter mal raus. Oh. Aber irgendwie ist es schon unheimlich. Fußabdrücke. Spuren. Barfuß. Mhm. Von Nightingale? Sie führen unter den Felsen. Macht keinen Sinn. Ein Stück Papier liegt auf dem Boden. Mhm. Kann ich... Mehr kann ich nicht machen. Okay. Eine Seite zur Hälfte beschriftet. Kein Ausdruck. Mit Schreibmaschine verfasst. Mhm. Altmodisch. Linien durchgestrichen und Notizen hinzugefügt. Ein Manuskript. Eine Seite. Der Mörder hinterließ eine Botschaft. Er ist für uns. Der Text handelt von uns. Das Opfer war einer der Iren. FBI Special Agent Robert Nightingale. Und dann war da noch diese Seite. Der erste Schritt hinab in schreckliche Tiefen. Die Worte zu lesen. Die Worte glichen einer Botschaft. Jemand wusste, dass sie hier waren. Jemand, der mit ihnen spielte. Eine Einladung. Wie konnten sie ablehnen? Auch wenn sie wussten, dass sie sie verletzen würde. Jemand hat uns beobachtet. Hier wird ein krankes Spiel mit uns gespielt. Sie hatten recht. Das ist genau mein Ding. Mhm. Nightingale kam hier entlang. Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. Nice. Was haben Nightingale und diese Seite gemeinsam? Kurz mal ins Gedankendings. Und, kurze Pause. Nein. Kurz mal hier rüber. Ich habe nämlich was vergessen. Zack. So. Und. So, mal gucken, ob wir die Quali ein bisschen hochballern können. Bin mal gespannt, ob das geht. Vielleicht sogar mit DLA. Let's see. Nice. Ach ja, Gedankendings. Stimmt. Wir haben eine Seite im Wald gefunden. Mhm. Eine Geschichte über diese Ereignisse. Welche Rolle spielt Nightingale dabei? Ich trage seine Worte jetzt nah an meiner Brust. Innen. Die schreckliche Wahrheit. Mhm. Du musst sie ausgraben. Es steckt etwas in ihm drin. In seiner Brust. Ich muss wissen, was. Okay. Opfer kam von dort, das andere ist für später. Ich glaube, er kam vom See. Aber die Spuren ergeben keinen Sinn. Weiter und weiter. Habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren. Und nachzusehen, was sie verbirgt. Genau. Haben die ihm vielleicht eine... Ach. Hier ist nochmal das, was wir eben schon vorgelesen gekriegt haben. Wunderbärchen. Ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Na dann.
Sie sind zurück. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Ach, scheiß drauf. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. So. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Hm? Kein Problem. Ich schaff das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im O'Dear Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Hm. Danke, Sir. Sie sind sehr hilfsbereit. Reit. Reich. Danke. Danke. Wir sehen uns, Mann. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Hä? Ich hab gedacht, die würde das Ding aufstemmen. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald, die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen Sie bestimmt nicht oft. Hm. Okay. Wie kommen wir so nicht rein? Dort ist noch was. Was haben wir denn hier? Ist das eine Kinder-Lunchbox? Eine Alex Casey Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Mhm. Okay. Waffenverbesserung? Okay. Also man findet immer Buchseiten und kann dann damit seine Dinge upgraden. Nice. Okay. Können wir es wieder gehen? Danke. Sehr, sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Hallo. Da bin ich wieder. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Harz entfernt. Ein Stativ. Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ. Um einen Snuff-Film zu drehen? Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. Kommen Sie. So ein Arsch. So. Tür zu. Hm. Los, los, los. Also gut. Fahren wir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Ab nach Bright Falls. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer Technik und ihren Vermutungen. Geht schnell voran. Ich wusste nicht, ob ich so einen Fall annehmen sollte, aber ich bin echt auf dieses Mysterium gespannt. Ich auch. Müssen Sie noch zur Lodge, um was von der Außenstelle zu besorgen? Bin bereit. Ich parke trotzdem hier. Ich möchte zum Diner und mir die Stadt ansehen. Puh. Was ist
denn da hinten los? Das Diner befindet sich direkt am Wasser. Lassen wir den Sheriff und unsere Zeugen nicht warten. Ich rieche Kaffee. Ja, ja. Bist du denn hier ein Influencer oder was? Was denn da? Hm? Zeig mal. Radio? Damit hätten wir geklärt, ob... Oh, schöne Frau. Na klar. Hi. Tag. Wie viel Kaffee hast du denn heute getrunken? Hallo, Madame. Hey, wie läuft's? Läuft richtig gut. Ich weiß von nichts. Wie viel hast du getrunken? Alter, es ist so heiß in diesen Anzügen. Findest du nicht? Charlene, fühlst du mich nicht auch so unwohl wie ich? Meinst du nicht, dass die Menge Koffein, die du heute getrunken hast, was damit zu tun hat? Keine Ahnung, wovon du da sprichst. Oh, das ist die Hölle. Ich hasse diese Stadt. Oh, lass uns das Thema wechseln, bitte. Aber mit euch quatschen kann ich nicht. No. Hallo. Entschuldigen Sie. Verdammt. Oh dear. Oh dear. Süß. Ja, ich weiß noch. Lass mich nach. FBI. Willkommen in Bright Falls. Ja, danke, Mann. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ich weiß. Ich habe Kaffee mitgebracht. Den besten in Washington. Ach, er hat mit mir geredet. Schön, Sie kennenzulernen. Sag mal. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ich würde auch noch einen nehmen. Ich bin Agentin Saga Anderson. Das ist Agent Alex Casey. Tim Breaker. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass Sie hier sind. Wir könnten wirklich Hilfe brauchen. Ihre Deputies meinten, Sie hätten hier ein paar Zeugen. Sie ließen sie wie Verdächtige aussehen. Mulligan und Thornton reden immer noch davon? Nein, nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bookers jemanden ermorden würden. Aber überzeugen Sie sich selbst. Sie beruhigen sich gerade drin bei Kaffee und Kuchen. Mal sehen, was Sie zu sagen haben. Casey, du vergleichst die Notizen mit dem Sheriff. Lassen Sie sich Zeit. Ja, Mann. Wir sehen uns gleich. Wir haben die Fallakten durchgesehen, die Moin. Sie geschickt haben, Sheriff. Werden außer den bekannten Opfern noch mehr Leute vermisst? Ja, aber seitdem der Cauldron Lake eingezäunt wurde... Da sind sie. Lassen Sie mich raten. 2010 gab es am meisten Vermisstenmeldungen. Dann wurde der Zaun gebaut. Ja, genau so war es. Oh, Musik. Let's go. Ich kann das einfach nicht glauben. No. Mir ist immer noch flau im Out of order. Das ist ein Stück Kuchen, Ed. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Hallo. Entschuldigen Sie. Ich bin Agentin Saga Anderson. Sind Sie die Bookers? Ja, sind wir. Ich bin Tammy und das ist Ed. Hallo, Officer. Nennen Sie mich Saga, Ed. Also, werden wir nun für etwas angeklagt? Wenn nicht, würden wir uns gerne ins Hotel zurückziehen und verarbeiten, was wir gesehen haben. Ein Bad nehmen, in ein Kissen schreien, Sie wissen schon. Wir klagen Sie nicht an. Ich habe nur ein paar Fragen. Immer mit der Ruhe, okay? Was haben Sie im Wald gesehen? Dieser nackte Typ stieg aus dem See heraus. Er war total verrückt und hat uns angeschrien. Hat sich bestimmt etwas eingeworfen. Es sei denn, Nacktbaden ist hier gang und gäbe. Dann hörten wir Schüsse und liefen diesen Psychopathen mit Hirschmasken über den Weg. Sie haben den nackten Typen mit Messern bearbeitet. Wie ein satanischer Kult. Wir sind abgehauen und haben die Polizei gerufen. Der Kuchen sieht echt lecker aus. Ist das Erdbeertorte oder Erdbeer? Lecker. Wieso glauben Sie, es war ein Kult? Wegen der Masken und den Messern? Ich meine, Sie haben der Kult des Baumes, der Kult des Baumes, der Kult des Baumes gerufen. Oh, und wir haben etwas... Ed!
Die ganze Sache war furchterregend. Das ist alles. Was haben Sie letzte Nacht am Cauldron Lake gemacht? Ja, was wolltet ihr da? Ich bin Schriftstellerin. True Crime. Wir kommen aus New York, weil wir mehr über den vermissten Schriftsteller Alan Wake herausfinden möchten. Ich habe mich unten am See umgesehen. Alles ganz legal. Wieso bist du so ruhig? Leichen gehören zum Job. Halte dich nicht zu sehr damit auf. Der sieht suspekt aus. Aha, okay, guys. Zack. Oh. Der erste Streich, den ich Casey gespielt habe. Ein Klassiker. Okay. Schön. Bringt uns aber jetzt nicht weiter. Gut, gehen wir mal kurz an die Wandtafel. Wandtafel vor allen Dingen. Zack. Der Kult des Baumes. Was verheimlichen mir die Bookers? Ich habe ihre Halskette. Das Symbol sind zwei Dreiecke. Der Kult will seinen Fichtenbaum zurück, Tammy. Wer es findet, darf es behalten, Ed. Das wird meinem Publisher gefallen. Tammy hat etwas gefunden. Eine Halskette, die einem der Kultisten gehört. Die Bookers waren am Cauldron Lake. Warum? Der Zaun sollte das hier verbergen. Der Autor soll in den See gefallen sein. Privatparty. Zutritt verboten. Mein Buch hat Fragen. Her mit dem Bolzenschneider. Sie sind wegen Tammys Buch eingebrochen. Mhm. Nicht wegen des Mordes. Sie haben die Wahrheit erzählt. Hallo Freunde, hä? Sie haben dort also was gefunden, richtig? Eine mögliche Halskette der Kultisten? Okay, wow. Wie sind Sie darauf gekommen? Das ist ein Beweisstück. Sie müssen es übergeben. Okay, okay. Habt ihr gesagt, du sollst es nicht behalten? Danke, das könnte nützlich sein. Eine Bitte. Bleiben Sie erstmal in der Stadt, falls wir noch Fragen haben. Aha. Als würden wir das Hirschfest jemals verpassen. Oh, Saga? Saga Anderson. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, nach dem, was Ihrer Kleinen zugestoßen ist, würden wir Sie hier nie wiedersehen. Warum ist denn die so scheiße? Wie geht's Ihnen? Verzeihung. Wer sind Sie? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin es, Dummerchen. Rose. Sie kennen mich. Wirklich nicht. Was soll meiner Kleinen denn zugestoßen sein? Sie ertrank. Ihre Tochter. What? Merkwürdig, dass Sie sich nicht daran erinnern. Woher wissen Sie von meiner Tochter? Oh, ich weiß wieso. Sie verdrängen ihre traumatischen Erinnerungen. Yes. Yes, it is. Sieht man im Fernsehen. Ununterbrochen. Nein. Sie verwechseln mich mit jemandem. Wenn Sie meinen. Okay. Well, if you want to, there's always time. I didn't play the first one, but I've seen a few clips of it, and so far the second one is quite good. Ein Mann, der von einem Kult ermordet wurde, ist extrem. Warum haben Sie der Polizei nichts gesagt? Haben wir! Diesen zwei dämlichen Deputies! Sie haben nicht auf uns gehört. Sie wollten Ed und mich wegen Mordes ins Gefängnis stecken. Bright Falls ist praktisch wie Alabama, nur mit größeren Bäumen. Das ist jetzt mein Fall und niemand wird Sie einsperren. Falls Sie sonst noch etwas brauchen, kommen Sie zu mir. Verstanden.
Danke, Saga. Ei, ei, Saga. Rose, helfen Sie mir auf die Sprünge. Was glauben Sie, woher wir uns kennen? Wir kennen uns hier doch alle. Es ist schon eine Weile her, aber ich vergesse nie ein Gesicht oder eine Kaffeebestellung. Ich habe wohl eins dieser Gesichter. Haben Sie in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gesehen? Verdächtige in Hirschmasken vielleicht? Nein. Aber beim Hirschfest werden sich schon bald viele Menschen mit Hirschmasken amüsieren. Praktisch jeder wird eine tragen. Gut zu wissen. Hi. Hi. Genau deshalb hasse ich Kleinstädte. Beruhig dich, Ed. Nice. Du weißt, wie empfindlich Landbewohner sein können. Hä? Was ist hier los? Oh, what's there? Man sieht sich. Ja, ja. Oh. Guten Tag. Also, werden wir nicht verhaftet? Alles okay, Ed. Du kannst dich beruhigen. Zum Glück. Bereit? Nightingale wurde in die Leichenhalle gebracht, wenn sie ihn sich ansehen möchte. Die haben hier Avocado-Toast. Casey, ich habe eine Spur. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man nachts im Wald unterwegs ist, holen sie dich. Oder so. Nicht, dass wir herausfinden, ja, vielleicht dass sie gibt es ja wirklich. Sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. See ya. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Ja, die ist tot. Sie ist ein bisschen verrückt. Weiß ich schon immer. Hä, aber die wusste so viel über uns. Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Rose hätte ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Hi. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Schrei nicht so. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Warum schreit er uns immer so an? Sheriff. Ich bin sofort bei Ihnen. Das ist das Sheriff-Büro von Bad Forts. Wenn Sie was brauchen, geben Sie einfach Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Hey. Hey. Agent. Pausenraum. Weitermachen. Okay.